von meiner Seite erstmal ein herzliches Grüß Gott und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich möchte heute einmal natürlich ein bisschen Perspektive eines Politikers mit reinbringen, aber auch die Herausforderungen, die Themen, die wir haben. Und freue mich, dass ich das auch in dem Rahmen hier machen kann und weiß nicht, wie konsensual und kontrovers wir nachher diskutieren. Aber eins möchte ich gerne vorausschicken. Es gibt keinen oder sagen wir ganz, ganz wenige Politiker, die morgens aufstehen und denken, was kann ich denn heute zubetteln? Also mag es den einen oder anderen vielleicht schon geben, aber das ist, zumindest bei der Kommunalpolitik ist es nicht das, der treibende Faktor. Ich denke, das wird der Bürgermeister nachher auch bestätigen. Sondern wir haben halt vielfältige Herausforderungen zu bewältigen. Und ich war, bevor ich Landrat wurde, Abteilungsleiter Umweltschutz am Landratsamt. Habe damals für die Umwelt gekämpft im Naturschutz. Das war übrigens auch der Grund, warum ich gefragt wurde, ob ich Landrat werden möchte. Weil ich kam nicht aus dem Landkreis, ich kam noch nicht mal aus Bayern. Sondern ich habe eben beim Einsatz für die Themen Naturschutz, auch Gesundschutz und so mit dabei in der Abteilung, habe ich anscheinend so überzeugt, dass ich von einem großen Spektrum offener Menschen vor dem gefragt wurde. Und als es dann mal öffentlich wurde, kamen natürlich meine Mitarbeiter aus der Naturschutzbehörde und haben gesagt, dass sie sich freuen, weil sie da einen Kämpfer haben, den natürlich kennen und liebt. Und da habe ich auch gesagt, ja, aber bisher bin ich der Kämpfer für die Natur und später werde ich der abwägende Entscheider sein, der halt die Natur nicht aus dem Blick lässt. Und ich glaube, das ist das Wichtige, weil sie gefragt haben, was das Projekt ist. Was die Natur schaffen muss, ist, dass sie eben auch sich als Element zeigt. Und das Projekt macht es ja ganz, ganz toll, eben auch mit der Konferenz, die wir in Dachau gemacht haben, auch mit vielen anderen Veranstaltungen, dass auch die Natur, dass die Landschaft, dass diese Belange da sind, dass sie sichtbar sind. Aber, und das ist eben auch das Verständnis, es gibt aber halt auch andere, es gibt Konfliktstellen. Und da muss ich sagen, als Landrat des Landkreises Dachau, wir sind seit Jahren der meistwachsende Landkreis. Wir wachsen ungefähr 1% der Bevölkerung. Jetzt am Ende mit der Asyl- und Flüchtlingskrise haben wir sogar noch einen kleinen Extraschub bekommen. Also in meiner Amtszeit, seit 5,5 Jahren, haben wir über 10.000 Einwohner zubekommen. Von 145 auf 155.000. Also das ist schon mal eine Zahl. Die müssen überall irgendwo wohnen, die wollen zur Schule gehen, die wollen mobil sein. Das sind alles die Themen, die ich sozusagen tagtäglich habe. Natürlich wollen die auch irgendwo spazieren gehen. Sie wollen Natur haben und Artenschutz und alles auch. Also, aber man sieht schon, das sind Themen, die sich einfach, wo man abwägen muss, wie es geht. Und ein Beispiel, das haben wir gerade vor 2 Wochen gemacht, diese 10.000 Einwohner haben erschreckenderweise auch 10.000 Autos mitgebracht. Wir hatten eine Veranstaltung zum Thema Hundeverkehr, Stellplatzbedarf der Zukunft, nicht nur für Autos, da ging es dann auch um Fahrradstellplätze eben in den städtischen Stellplatzsatzungen, ob man vielleicht an S-Bahn auch die Stellplätze mal reduzieren kann, damit weniger Autos da sind. Und die Zahl, die dann rauskommt, das hat es mir erst bildlich gemacht, 10.000 neue Einwohner waren auch 10.000 neue Autos und allein wenn ich den Hundeverkehr sehe, ein Auto steht ja 80-90% am Tag, und ein Auto im Durchschnitt 5 Meter lang ist, dann sind es 50 Kilometer Straßenrand, wo die stehen. 50 Kilometer und umgerechnet 7,5 Sportplätze, aber ohne Rangierfläche, sondern Stoßstange an Stoßstange. Allein die 10.000 Autos, die in dieser Zeit dazugekommen sind, das ist eine gigantische Menge. Und bevor das hieß, in Münchner Westen wird anscheinend laut Straßen gebaut. Im Landkreis Dachau ist der überregionale Straßenverkehr, also natürlich sind Straßen gebaut worden bei Gewerbegebieten, bei Wohngebieten, die entwickelt wurden, aber die überregionale Straßennetz hat sich von 1990 bis 2015 um genau 0% erweitert. Es gab ein paar Begradigungen, es gab ein paar Ausweitungen, die Autobahn wurde von 2 auf 3 Spuren, ja, also es wurde besser, so gesehen, wenn man es richtig rechnet, sind 17,4%, wenn ich das berechnen würde, aber neue Straßen gab es keine einzige. Keine, null. Aber Verkehr viel mehr. Der Autobestand hat um 84% zugenommen in dem Zeitfenster. Die ÖPNV-Nutzung übrigens um 79%. Also auch die ist massiv gesteigert worden. Zeigt uns aber, um nur das Beispiel Mobilität zu zeigen, wir haben hier mehr Menschen und die Menschen sind auch noch viel mobiler, beziehungsweise das ist das große individuell mobiler in dem Bereich. Sowohl in der Freizeit, wenn sie irgendwo hinfahren, als auch im privaten Leben. Da fährt nicht mehr die Schicht morgens hin und abends zurück, sondern das Kind noch am Tagesabbringen und danach geht noch in den Fitness und jenes und dieses. Also das sind alles Herausforderungen, die wir als Kommunalpolitiker bewältigen müssen. Und wie geht es dann jetzt mit der Landschaft her? Wir haben Herausforderungen, ich brauche eine neue Schule oder eine neue Straße oder eine neue S-Bahn-Trasse oder einen neuen Radweg, um eben diesen Mobilitätsbedarf irgendwann auch Rechnung zu tragen. Und wer kann, oder was brauche ich dazu? Platz. Klar.
Und beim Platz bin ich bei der Landschaft. Ich kann ja schlecht eine Straße über die Hochhäuser oder die auch Einfamilienhäuser, die wir haben, drüberlegen. Auch eine Neuverteilung funktioniert nicht. Wir sind voll. Also zu meinen, wir können den Verkehrsraum einfach nur neu verteilen, damit können wir im Zweifel eher weniger Mobilitätsbedürfnisse abgelten als beim anderen. Und ich selber aktuell baue zwei neue Gymnasien. Die müssen irgendwo hin. Und deswegen möchte ich auch sagen, Landschaft bedeutet ja, und das war unser Projekt da home zwischen Dorf und Metropole, was eben auch diesen Übergang zwischen städtischem und dörflichem Charakter darstellen soll, Landschaft bedeutet ja nicht Urwald. Es steht ausdrücklich drin Kulturlandschaft. Und auch wenn ich mal das Foto, was wir da rausgesucht haben, zeigen, also da ist der Mensch massiv aktiv geworden. Und vorhin die Wege, die ich gesehen habe und gekommen bin in dem Vortrag, das sind Wege, die die Landwirtschaft hergestellt hat. Vielleicht mit einem Gewässer und der Wasserhaltsunterhalter, der eben hier dafür sorgen muss, dass die Maschine an den Graben rankommt, um dort alle arbeiten zu können. Also Landschaft ist jetzt nicht Urwald. Das ist auch etwas, wo wir vielleicht auch das eine oder andere Bereich einfach der Natur überlassen sollen, wobei das ganz, ganz schwierig ist, wenn man die Natur einfach nur machen lässt. Also gerade Waldumbau ist ein großes Thema, was wir auch gerade diskutieren. Ein bisschen steuernde Hand ist da ganz wichtig. Aber Landschaft bedeutet aus meiner Sicht erstmal, dass die nicht zwingend nur Natur ist. So eine Landschaft ist im Endeffekt halt eine Kombination der Nutzung, wie diese Landschaft genutzt wird. Das kann von einer städtischen, dörflichen Nutzung sein, das kann von einer Naturnutzung, der landwirtschaftlichen Nutzung sein, das kann natürlich das Naturschutzgebiet sein, das können aber auch Infrastrukturen sein. Und damit ist erstmal der Begriff Landschaft noch gar nicht, aus meiner Sicht zumindest, geprägt im Sinne von, da darf zum Beispiel kein Beton sein und kein Auto durchfahren, nämlich nur ein Fahrrad. Das steht da erst mit dem Begriff Landschaft, da wenn man auch Kulturlandschaft noch heransetzt, nicht mit dabei. Deswegen müssen wir überlegen, wie können wir die Landschaft, die natürlich endlich ist bei uns, wie können wir die verteilen? Und wenn wir über Wachstum reden, Nachverdichtung und alles drum dran, wobei ich sehe den Münchner, jetzt gibt es dann Volksbegehren gegen Nachverdichtung, werden wir in einer Wachstumsregion immer auch Landschaft ändern oder Landschaft wird sich auch ändern. Es ist vollkommen egal, ob die wachsen wird, auch die Landwirtschaft ändert sich, also Landschaft wird sich ändern. Der Biber holzt mir gerade an meiner Blonde ganze Bäume ab, was ich als im Landwirtschaft seit Jahren verbieten, der Biber hat es gemacht. Jetzt haben wir ganz neue Freundschaften, die es bisher nicht gab. Also Landschaft ist ja etwas, was sich permanent auch ändert. Und die Frage ist, wie kriegen wir diese Nutzung in einem Verhältnis, was Sinn macht? Und ich denke, da kämpfen, da arbeiten die Kommunalpolitiker dran. Und zwar eben, und das ist das Wichtige, mit Bewusstsein für die Landschaft. Nicht an irgendeinem Plan, wo ich die Landschaft gar nicht kenne, wo einer irgendwie vielleicht noch nach den Höhenlinien irgendeine Trasse zeichnet, sondern wo man rangeht und die verantwortungsvolle Aufgabe der Politik ist, die Bedürfnisse, die die Gesellschaft hat, die miteinander, gegeneinander in sich abzulegen. So steht es, glaube ich, bei den Vorgaben, wenn es ums Planungsrecht geht. Das kann, und da ist auch immer die Scheide, wo ich sage, wir können gerne darüber reden, wie wir die Herausforderungen gemeinsam richtig machen. Aber wenn der eine nur sagt, gar nichts geht, kein einziger Raum darf fallen, dann muss ich nur weiterreden. Weil das funktioniert nicht. Wenn kein einziger Baum mehr fallen kann, kann ich die Herausforderung einer Wachstumsregion oder eines Wachstumslandkreises eben nicht folgen. Also eine Fundamentalopposition funktioniert nicht. So, die Frage ist, wie kann ich landschaftsverträglich, ich erinnere mich an einen Vortrag vor 3 Jahren, wo das Projekt vorgestellt wurde, da war einer Professor hier, Landschaftsplaner, der hat gezeigt, wie man Landschaften eben schön gestalten kann. Wobei schön auch eine Frage ist. Ich erinnere mich da, glaube ich, an das Alpental mit lauter Windrädern. Grund, das war damals das Bild, wo man gesagt hat, das ist halt eine neu gestaltete Landschaft, die neue energetische Landschaft, aber darüber sollten die Gemeinschaft reden, also nicht die Käseglocke, es darf sich nichts verändern, weil es verändert sich was, die Menschen kommen, die Menschen haben andere Bedürfnisse und auch natürlich die Natur und die Landwirtschaft ändert sich und da ist es die Aufgabe der Politik, gemeinsam mit den Interessensverbänden, aber genauso natürlich gemeinsam mit Grundstückseigentümern und denen, die halt andere Bedürfnisse haben, hinzugehen und da auch zu steuern. Das wurde vorhin gleich schon 2-3 Mal angedeutet. Bei uns ist oft die Diskussion, wenn man über Landschaft, ich sage jetzt mal gegenüber Infrastruktur redet, ist es eine Landschaft, wo ich die Menschen drin haben möchte oder ist es eine Landschaft, wo ich sage, nee, da möchte ich die Menschen eigentlich nicht drin haben. Ich schätze, was angesprochen wurde, zu den, wo die auch die Naturschutzverbände eher sagen, da wollen wir keinen haben. Ich mache einmal im Jahr eine Radtour, wir haben diesmal eins gemacht über Ausgleichsflächen, wir sind unsere beiden schönsten Flächen nicht angefahren, weil wir die eigentlich gar nicht publizieren wollen. Für Politiker schlimm, weil es schön ist, nicht zu zeigen, ist echt doof. Aber auch das ist ein Spannungsfeld, das wir haben. Und wir haben andere Sachen, die auch wunderschön sind.
Also auch hier muss man einfach dran arbeiten, weil die Menschen sind da auch indifferenziert. Natürlich wollen die wohnen. Und wenn ich hingehe und sage, wollt ihr in der S-Bahn nach irgendwo hin oder einen Radschnellweg von A nach B, dann sagen die erstmal ja. Wenn ich dann aber sage, ja, dann muss ich da ein bisschen Bettung und irgendwas machen, dann sage ich, oh, will ich nicht. Wenn ich sage, wollt ihr in die Natur reingehen, ja, Artenschutz, alles wichtig, und dann lassen sie die Hunde unangeleint eben bei den Wiesenkulten, Wiesenkultervögel laufen und machen unsere ganze Arbeit, die wir ganz, ganz viel Arbeit, gerade auch bei uns im Dachauer Landkreis eben für die Kiewitz und so weiter machen, machen die richtig kaputt dadurch. Weil am einen haben sie noch unterschrieben für den Artenschutz und danach lassen sie den Hund freilaufen. Das ist Aufklärung und auch dafür bin ich Ihnen dankbar, gerade auch solche Vereine wie das Dachauer Moosverein und andere Vereine, auch unser Landschaftspflegeverein macht relativ viel Aufklärung. Wir hängen ganz große Schilder auf an allen relevanten Bereichen, wo man darauf hinweist, aber die Ignoranz der Menschen ist offen gestanden, ich zahle auch meine Hundesteuer, dann darf der Hund auch machen, was er will. Das ist nicht, was man einmal hört. Oft ist es Verständnis, aber Sie wissen ganz genau, 90% sind okay, 10%, die lassen sich da halt nicht bekehren. Aber das sind auch Konkurrenzfelder, wo der Mensch, wo die Bürgerinnen und Bürger einfach indifferenziert sind, beziehungsweise nicht konsistent. Auf der einen Seite was fordern und auf der anderen Seite sich dagegen verhalten. Ich sehe Landschaft, wie gesagt, ich gehe jetzt aber von der gestalteten Landschaft aus, nicht vom Urwald, sondern von der gestalteten Landschaft auch als Standortfaktor, Standortvorteil, mit dem wir auch Werbung machen. Warum ziehen die Leute denn nach München? Klar, wegen Arbeitsplätzen, wegen billigen Mieten eher nicht. Arbeitsplätze wird es in Deutschland auch vielleicht woanders geben. Aber sie ziehen dahin, viele haben früher geguckt, von hier sieht man sie auch, im Blick zu den Alpen, südlicher Bereich von München, die Seen und so weiter, wo man hingeht. Also Dach ist auch wunderschön. Man sieht auch die Alpen von Dachau. Und deswegen kommen jetzt auch so viele Leute zu uns, weil der Süden hat sich abgeholt. Da sind nur noch die Snobs, bei uns ist die Dynamik. Flughafen ist auch eine Frage, Fluch und Segen gleichzeitig. Also beides hat eben zwei Medaillen. Im Endeffekt, aber für uns ist es ein Faktor. Also jemand, der eine Bettungwüste machen würde, ein Neuperlach, ich möchte jetzt den Planer aus den 70er Jahren nicht entgegentreten, aber sowas würde heute nicht mehr anziehen. Aber andersrum ist natürlich schon ein Bedarf da, die Landschaft schön zu gestalten, gefällig zu gestalten. Und auch vielleicht jetzt nicht gleich in den ersten 2, 3, 4, 5 Jahren dann zu bewerten. Ich wohne in Dachau in einem Bereich, wenn man da die Bilder sieht von nach dem Krieg, von 1950, 1960, da waren lauter Häuser und die Bäume waren maximal so hoch. Wenn man heute ein Hufbild sieht, muss man gucken, wo sind überhaupt noch Häuser, weil alles halt grün ist, grün geworden ist. Also auch da entwickelt sich Landschaft im Sinne von Siedlungslandschaft, auch da muss man einfach die Zeit hingeben und dann eben auch die Frage, was mache ich? Ich möchte wohnen. Wie wohne ich? Wie eng wohne ich? Wie viel Platz lasse ich zwischen den Wohneinheiten? Ich brauche die Infrastruktur, in welcher Größe brauche ich die? Und was wir, glaube ich, nicht reden müssen, keiner mag die großen Parkplätze irgendwo im Gewerbegebiet, wo die Supermärkte daneben stehen. Aber auch da haben wir das Problem, wir sind in einem freien, marktwirtschaftlichen Bereich, da muss man regulatorisch ganz, ganz böse rangehen. Und es gibt Beispiele, wo dann der Investor sagt, also entweder ich kriege das genehmigt und ich komme halt nicht. Dann muss der Politiker, der Gemeinderat wieder abwägen, also entweder kriege ich einen Supermarkt, spare damit vielleicht auch Wege eben, dass ich keine 5 bis 10 Kilometer in den nächsten Ort fahren muss, oder ich bekomme halt dafür dann die versiegelte Fläche. Klar könnte der aufstellen, theoretisch. Aber wie gesagt, das sind auch immer die Entscheidungen. Und ich glaube, das ist das, was ich als Letztes sagen möchte, dieses Problembewusstsein zu schaffen. Da muss man arbeiten, das haben viele. Ich glaube, da hat sich auch viel in den letzten Jahren getan. Das ist bewusst und kein Kommunalpolitiker stellt sich hin und sagt, ich betoniere gerne irgendwas zu. Es wird immer abgewogen, es muss heutzutage abgewogen sein, das ist richtig. Dann haben wir aber auch gute Ideen. Also diese Skizzen, die wir da vorhin gesehen haben mit Wegen und alles ist voll dran. Also ein Problembewusstsein haben wir und wir haben auch viele, viele Ideen, dass wir unsere Herausforderungen, die mit einer Landschaftsnutzung einhergehen, eigentlich auch irgendwie landschaftsverträglich wunderschön hinbekommen würden. Viele Ideen. So, und dann kommen ein paar Faktoren, die ein Problem sind, nämlich zum Beispiel das Eigentum. Komme nicht ran an die Fläche. Ich kann meinen Plan A, meinen Plan B, meinen Plan C nicht machen, der alles passen würde, sondern ich muss den Plan F nehmen, weil ich einfach das Problem lösen muss, eine Schule bauen zum Beispiel, und ich komme an die Fläche nicht ran. Das ist unser demokratisches System, was wir auch in Frage stellen wollen. Also wir wollen ja nicht China haben. Gut, China war zweimal schlecht, aber wir haben einmal gut, dass sie sagen, das, was wir uns entscheiden, das machen wir, egal was die Leute dazu sagen. So eine aufgeklärte Diktatur, das will ja keiner von uns. Also Klima oder Landschaft sind nicht nur ein Selbstzweck, sondern wir sind halt in der demokratischen Gesellschaft. Das Eigentum
mit der Pressefreiheit oder Meinungsfreiheit, das sind die wesentlichen Elemente einer freien Gesellschaft. Und wenn ich das eben nicht achte, klar kann man nur die Steuern und Steuer C, was da jetzt gesprochen wird und. Aber wenn ich das nicht achte und den Verfahren regle, dann bin ich halt ganz schnell in einem Problem, wo ich über die Gesellschaftspolitik und nicht mehr über Landschaft rede. Also das ist das Thema. Dann haben wir das Thema natürlich, dass gewisse Vorgaben dabei sind. Wie oft haben wir eine Trasse für einen Radweg oder für eine Straße, die wäre landschaftlich wunderschön und dann kommen sie an die Radien, die Kuppel und Hütern und plötzlich muss ich ein Loch reingraben, was nicht wirklich schön aussieht, also zumindest aus der Nähe, von meiner Weg sieht man es vielleicht nicht. Auch hier haben wir dann Abwägungen zu treffen, wo man sagt, wir hätten eigentlich eine tolle Variante, aber aus Verkehrssicherheitsgründen und dann alle hängen natürlich aus dem Förderrecht, wenn ich die Normen nicht einhalte, kriege ich kein Geld. Dazu bin ich gezwungen, eben nicht die Ideallösung zu wählen. Da habe ich vor kurzem auch mit dem Ministerpräsidenten gesprochen und habe gesagt, also mir würde es reichen, wenn wir so eine 90%-Zielerreichung machen, also so 10% abweichen können, um einfach ein paar Härten auszugleichen und zu sagen, wir können auf andere Seiten Rücksicht zu nehmen. Also man sagt, der 90% halten wir trotzdem die Förderung. Aktuell müssen wir 100% anhalten und das ist einfach sauso schwierig. Also was ich Ihnen sagen möchte im Endeffekt, wenn Sie mit Politikern reden, wenn Sie Kontakt mit Politikern haben, glauben Sie nicht, dass das der ist, der alles zubauen möchte. Der hat Nöte. Über die Gemeindefinanzen habe ich noch gar nicht geredet. Wir brauchen unbedingt Gewerbesteuer. Anders funktioniert unser System halt nicht. Also wir müssen über das kommunale Finanzierungssystem diskutieren, wenn wir von diesem Gewerbesteuerbereich rausgehen. Und damit hängt aber das Thema neue Gewerbegebiete zusammen. Das ist aber als System immanent. Also kommen Sie nicht hin, dass der sagt, ich möchte das jetzt machen, sondern der hat einfach seine Nöte. Der braucht die Gewerbesteuer, damit er den Kindergarten bezahlen kann, damit er vielleicht das Hallenbad oder den Sportverein bezahlen kann. Und glauben Sie mir, Sie werden auch nicht deswegen gewählt, weil Sie halt die Käseglocke wieder in Ort gestellt haben, aber eben der Kindergarten es keinen gibt und der Supermarkt 10 Kilometer weit ist, weg ist und das Freibad geschlossen wurde, weil das Geld nicht reicht. Also das sind einfach die Probleme, die auch gesellschaftlich gewollt sind. Die wollen ja so leben, wie wir leben. Mehr oder weniger. Und da ist eben die Landschaft eine der Ressourcen, die ihren Beitrag dazu leisten muss. Und ich glaube, das Wichtige, und damit möchte ich schließen, wäre, wenn wir uns einfach darauf einigen könnten, dass jeder die Belange des anderen ernst nimmt. Deswegen bin ich auch heute da und das machen wir bei uns ganz, ganz intensiv. Aber die anderen auch berücksichtigt und nicht sagt, es geht nicht. Ich höre dann immer das Argument, ja, wenn einmal was zubetoniert ist, ist es für immer zubetoniert, deswegen muss ich um jeden einzelnen Baum kämpfen. Stimmt im Ergebnis. Aber wenn ich halt in einer Wachstumsregion bin und das Thema Wachstum, dann kommt es über, ja, wir müssen anders wachsen. Das schaffen wir nicht. Die Urbanisierung ist bei uns, die ist in ganz Europa, die ist in Amerika, die ist in China, die ist in im reichen Nordeuropa, die ist im armen Afrika und Südeuropa. Es gibt kein politisches und Wirtschaftssystem, was zurzeit keine Urbanisierung hat. Das ist ein Megatrend. Den werden wir hier nicht dadurch, dass wir keinen Baulandausweis aufhalten können. Schaffen die Chinesen genauso wenig wie die Amerikaner und die Afrikaner und die Südamerikaner auch nicht. Warum sollten wir es schaffen? Das geht nicht. Das ist ein menschliches Bedürfnis. Aber wie schaffen wir es verträglich, landschaftsverträglich, unsere Kulturlandschaft, und da möchte ich hier wieder hinkommen, einfach weiterzuentwickeln? So wie es in den letzten 3, 4, 5.000 Jahren her passiert ist. Die Landschaft hat sich immer weiterentwickelt. Heute wird man halt ein bisschen mehr sehen. Aber sie entwickelt sich und sie entwickelt sich offengestanden zu was Schönem. Also ich wohne gerne im Landkreis Dachau. Es gibt vielleicht ein paar nicht so schöne Ecken, aber die Masse ist okay. Ich gehe gerne und genieße die Landschaft auf irgendwelchen Wegen, die mir eine Flurbereinigung oder ein Landwirt hergemacht hat. Ich wohne auch da gerne. Ich schaue mir auch gerne ein Ortsbild oder vielleicht auch das Dachauer Schloss. Das Bild war doch schön. Das Dachauer Schloss hätten Sie nicht, wenn Sie gesagt hätten, also im Außenbereich möchte ich gar nicht anfangen mit Baurecht. Aber das ist doch was Schönes geworden, wenn es jetzt so dasteht. Und das möchte ich nicht entwissen und das sollte nicht in Konferenz gehen, in Konkurrenz gehen, sondern unter Berücksichtigung der Bedürfnisse, der Wünsche, die wir haben. Und eben auch der Verantwortung vor der Weiterentwicklung der Kulturlandschaft, nicht die Käseglocken, Weiterentwicklung der Kulturlandschaft gemeinsam arbeiten und zu steuern. Dass das schwierig ist, ist klar, sonst kann es ja jeder. Deswegen müssen Sie studieren, nicht gewählt werden. Aber ich denke, das ist die gemeinsame Aufgabe, was auch die Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Auch ein schönes guten Nachmittag an diesen schönen Freitagnachmittag. Es freut mich immer, wenn ich an so einem schönen Nachmittag oder am Freitag irgendwo sein darf und mich selber letztendlich in irgendeiner Form vorstellen darf. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich heute hier da bin. Warum bin ich heute hier da? Warum setzt man sich für seine Kommune ein? Warum setzt man sich für seine Landschaft ein? Eigentlich kann man das relativ klar definieren mit einem Satz: Ich wohne und lebe da.
Deswegen setzt man sich letzten Endes auch ein. Und ich wohne in diesem Landkreis seit 51 Jahren und setze mich letztendlich seit 12 Jahren als Bürgermeister für meine Gemeinde ein und setze mich seit 6 Jahren fast für den Landkreis ein und bin jetzt ehrenamtlich Vorsitzender unseres Vereins Dachau am Moos, wo Robert Rosser, haben Sie ja schon kennengelernt, der erste Vorsitzende ist. Und es ist immer sehr angenehm, nach unserem Landrat zu sprechen, weil dann kann man sich angenehm zurücknehmen, denn der Herr Landrat sagt es so, wie es ist, und da kann man eigentlich fast nichts mehr hinzufügen, außer das, was ich zu sagen habe. Ja, ich darf mich für die Einladung nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Und es ist gut, wenn man bei diesem Publikum hier, bei Ihnen, dem wissenschaftlichen Publikum, sprechen darf. Und denn der Dialog zwischen Ihnen, der Wissenschaft, und uns in der Kommunalpolitik ist unglaublich wichtig. Wichtig deshalb, weil wir zusammenarbeiten müssen. Denn wenn das gerade bei uns jetzt, das ist unser Vereinsgebiet, wir haben einfach diese Niedermoorlandschaften. Und gerade diese Niedermoorlandschaften sind halt geprägt immer noch von der aktiven Landwirtschaft. Und wir müssen, oder wir wollen und wir können nur von dieser aktiven Landwirtschaft wegkommen, wenn wir diesen aktiven Landwirten ökologisch und ökonomisch Alternativen bieten, die denen das Überleben sichern. Warum soll ein Landwirt etwas machen, wenn er nicht auch in irgendeiner Form einen Profit für sein Unternehmen hat? Das wird nicht funktionieren. Und deswegen müssen wir in der Politik und die Wissenschaft jeder zu seinem maximalen Beitrag leisten, damit wir hier weiterkommen. Und natürlich ist unsere Landschaft ein ganz unverzichtbarer Bestandteil unserer Kommune. Und gerade vor den Toren Münchens, der Herr Landert hat ja diese Herausforderungen angesprochen, ist unsere grüne Infrastruktur ein wunderschöner, weicher Standortfaktor. Und unsere Landschaft, jeder, der hier wohnt, geht raus, ist ja letztendlich eine Lebensqualität, die Lebensqualität vor Ort. Ich muss nicht zwingend 150 Kilometer in die Alpen fahren. Denn ich, wenn bei meiner Haustür rausgehe, ich wohne am Ortsrand, da bin ich sofort in die Amperabend draußen. Ist wunderschön, ich muss das nicht machen. Deswegen müssen wir uns für unsere Landschaft einsetzen. Und es hat natürlich jetzt auch dieses Volksbegehren, Sie wissen es alle, hat sich auch gezeigt, dass die Bevölkerung sensibel geworden ist für die Landschaft. Das ist auch wichtig und richtig so, unabhängig davon, ob das alles so richtig argumentiert worden ist bei diesen Volksbegehren und ob die Leute immer wirklich gewusst haben, für was sie unterschreiben, das glaube ich persönlich eher nicht. Aber trotzdem, es ist ein Fingerzeig für uns in der Politik, die Leute sind für die Landschaft sensibel geworden. Und das ist unglaublich wichtig. Und warum machen wir so einen Verein? Die Natur ist grenzübergreifend. Wir dürfen auf keinen Fall in der Kommunalpolitik den Fehler machen, der manchmal immer noch gemacht wird. Es gibt ja diesen Begriff, ich weiß nicht, ob Ihnen der bekannt ist, der Kirchturmpolitik. Gibt es leider immer noch. Nur Landschaft macht ja nicht an der Flurgrenze Halt, sondern die Landschaft ist fließend. Sie sehen es bei diesen ganzen Gemeinden hier, ist fließend. Und deswegen ist es wichtig und richtig, dass uns wir hier interkommunal austauschen in der Politik für unsere Landschaft, so wie es hier ist. Und das beste Beispiel ist einfach das FFH-Gebiet, die Gräben- und Niedermoorreste in Dachau, wo bei mir in meiner Gemeinde in Heimhausen noch wunderschöne Flächen da sind, die unglaublich wichtig sind auch für uns. Und der Landschaftsraum, den wir hier sehen, es ist ja auch sozusagen unser Verein, es sind zwei Landkreise, es ist die Landeshauptstadt München, es sind zwei Städte dabei und sechs Gemeinden. Da, wir sind aktiv, da kommen viele, viele weitere Akteure hinzu. Kommunale Verwaltung, ich komme vor meiner Bürgermeisterzeit, war ich jetzt erst fast 20 Jahre in meiner Gemeinde als in der Finanzverwaltung tätig, zum Schluss als Kämmerer. Es ist unglaublich wichtig, dass Sie auch in der Kommunalpolitik nicht nur die politische Ebene kennen, sondern auch die Verwaltungsebene kennen. Das ist unglaublich wichtig.
Herr Landler hat ja auch gesagt, er war auch vor seiner Zeit als Landler Abteilungsleiter Umweltschutz. Also man muss alle Ebenen hier kennenlernen. Wir haben Fachstellen, Ämter, Landschaftspflegeverbände, verschiedene Naturschutzverbände, Kreis- und Ortsebenen, Jäger. War ja bei der letztjährigen Veranstaltung, es war ein Jäger von mir da, der Krusche, hat sehr, sehr gut gesprochen gehabt. Das sind alles so Dinge, die wir brauchen. Deswegen, Landschaft in der Politik muss demnach zum gemeinsamen und abgestimmten Handeln auf interkommunaler Ebene führen. Das ist letztendlich ganz, ganz wichtig. Aber ich meine nicht damit, dass wir jetzt um München herum einen Kreis ziehen und dann in diesem Kreis letztendlich einen Verband gründen. Das wäre letztendlich ein Stück weit unflexibel, sondern wir haben bei uns einen ganz eigenständigen, für uns wichtigen Landschaftsraum. Und diesen Landschaftsraum haben wir letztendlich zusammengefasst. Und dadurch, da gibt es natürlich immer diesen Begriff des Wasserkopfes, das wollen wir nicht, sondern wir wollen auf unserer Ebene flexibel bleiben, das, was für uns ganz wichtig ist. Denn diese Landschaft, das ist sozusagen, die Landschaft ist identitätsfördernd. Und das brauchen wir. Und natürlich der Heidepflegeverein, haben wir ja vorher gehört, hat ein ganz anderes Landschaftsbild, als wir hier im Landkreis Dachau an der anpacken. Deswegen ist es immer wichtig, konzentrieren wir uns auf dieser Ebene, auf diese Größe, auf das, was wir wirklich haben. Und der Münchner Westen, der hat auch ähnliche Situationen wie bei uns, da gibt es auch ähnliche Verbände, aber um München herum gibt es das nicht überall. Und das wäre eigentlich schon Aufgabe, vielleicht von der höheren Landesplanung zu schauen oder auch von der kommunalen Politik, ob man nicht auf dieser Ebene im Süden, dass man ähnliche Situationen schafft, wie bei uns letzten Endes auch. Wir haben uns organisiert, das war Bürgermeister Fritz Nussthäne, vor 24 Jahren ist unser Verein so gegründet worden. Dieser Verein ist immer gewachsen, weil immer mehr Politiker verstanden haben, dass die Landschaft ein wichtiger Bestandteil für unsere Lebensqualität ist. Das ist jetzt auch zum Schluss Gröbenzell noch dazugekommen, die Gemeinde Hebelsau ist dazugekommen. Und das war unglaublich wichtig für, unsere, für unseren Verband, für unseren Verein auch, weil wir waren zuerst relativ klein. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir entsprechende fachliche Kräfte bei uns im Verein bündeln. Deswegen brauchen wir hier in der Geschäftsstelle auch entsprechende Zukunftsfähigkeit. Und Robert Rosser ist jetzt seit eineinhalb Jahren bei uns, kommt, hat auch diesen Blick einmal aus der freien Wirtschaft und darf jetzt mit uns Politikern letztendlich das Ganze gestalten. Wir brauchen Leute, die wir auch entsprechend wirtschaftlich ausstatten können, um letztendlich unsere Ideen umzusetzen. Und deswegen haben wir jetzt diese Situation geschafft, dass wir eine Vollzeitkraft haben, dass wir eine Teilzeitkraft haben und viele, viele Verträge noch gemacht haben mit Leuten, die uns auf ihrer Ebene, auf ihrer Kompetenz entsprechend unterstützen. Wir sind kein Träger öffentlicher, Belang, wir sind kein Verband in dem Sinn, sondern wir sind ein Verein. Wir sind ein Verein und möchten uns auch nicht als Verband bezeichnen lassen, weil, was machen wir denn, wenn jetzt eine Gemeinde sagt, Herr Lange sagt es auch, ich brauche jetzt eine Straße, dann müssten wir eigentlich als Verband sagen, wenn wir ein Verband wären, ich bin in dieser Lage gegen den Bau einer Straße. Völlig klar, das geht ja auch nicht. Dann müsste sozusagen in der Konsequenz die Mitgliedsgemeinde eigentlich austreten, indem sie dann sagt, wenn du mich nicht unterstützt, wenn ich schon bei dir Mitglied bin, dann brauche ich dich auch mehr. Deswegen sehen uns wir eher in der beratenden Funktion und nicht in der Funktion, um irgendwelche Stellungnahme abzugeben bei irgendwelchen Verfahren, Badeverfahren, Flächennutzungsplanverfahren oder Planfeststellungsverfahren. Das wollen wir letzten Endes eher nicht. Wir kümmern uns eher um die Erhaltung und Entwicklung gemeinsamer Naturerbes. Neues Leben in Dachau muss. Neues Leben in Dachau muss. Der Robert Wasser hat es ja schon gesagt. Wir haben hier eine interkommunale Trägergemeinschaft gemacht mit der Landeshauptstadt München, mit Dachau, mit der Gemeinde Karlsfeld und mit dem Bund Naturschutz. 7 Städte, 2 Landkreise. Und zwar über mehrere Jahre hinweg. Und wir sind auch mittlerweile unser Verein, dort wurde 2000 Partner geworden. Beim Umweltministerium, ich glaube, da können wir schon auch ein bisschen stolz sein, dass wir das machen. Und
unser Lebensraum konzentriert sich auch bei unseren Flächen eigentlich auf wenige kleine Bereiche, die wirklich noch so aktiv waren, wie es vielleicht vor 150 Jahren oder noch länger waren. Eine große Herausforderung bei uns im Gebiet ist sicherlich die Ruhrregatta geworden, die sehr, sehr viel Grundwasser abgezogen hat bei den Olympischen Spielen. Das merken wir natürlich heute noch, weil heute immer noch dieses ganze Grundwasser von der Ruhrregatta abgezogen wird. Und deswegen auch die ganze Moorlandschaft, die zum Teil noch aktiv da ist, gerade bei mir in meiner Gemeinde. Und da wollen wir eigentlich dazu hinwirken, dass wir wieder ein klein wenig diese Moorlandschaft bewässern können. Und das ist immer eine Herausforderung in der Landwirtschaft und auch bei den Leuten, die da wohnen, indem man wieder das Grundwasser ein klein wenig nach oben hieft, ist natürlich, da braucht man viel Überzeugungskraft, damit da Sorgen und Ängste und Nöte, die auch möglicherweise auch berechtigt sind, den entsprechenden Platz finden, wo sie hinkommen müssen. Das ist nicht die Frage, das müssen wir machen. Aber wir leben in einer Kulturlandschaft insgesamt mit bedeutenden Kulturerben. Das Schleißheimer Kanalsystem, was ganz was Außergewöhnliches, was es in der Form nicht mehr gibt, oder auch die ganzen Torfstiche. Viele gibt es immer. Wir haben letztens einen Kurs gehabt mit dem Robert Rosser und dem Herrn Bürger, was ganz was Außergewöhnliches. Und dass man da dann mal Schulklassen hinführt, das ist was, wo man dann sagt, ja, sowas haben unsere Eltern, unsere Großeltern haben das selber noch erlebt. Die haben das selber noch erlebt. Da hat mein Vater gefragt, der hat das alles noch miterleben dürfen. Torfstich, gleich nach dem Krieg. Die haben das alles noch erleben dürfen. Heute ist das alles nicht mehr der Fall. Oder wenn man sagt, vor 250 Jahren war die ganze Landschaft bei uns 1,50 Meter, 2 Meter höher, als es heute der Fall ist. Unglaubliche Situation, kann man sich halt überhaupt nicht vorstellen. Deswegen müssen wir schauen, dass wir in dem Bereich immer mit den Landwirten ein gutes Einvernehmen hat und Robert Rosser diskutiert und informiert als Geschäftsführer unseres Vereins immer auf Augenhöhe mit den Landwirten, mit den Betreibern. Das ist ganz was Wichtiges. Er spricht zwar vom Dialekt her nicht die gleiche Sprache, kann man so sagen, aber immer fair und ganz objektiv auf Augenhöhe. Das ist das, was uns als Verein auszeichnet, damit keiner irgendwo das Gefühl hat, er erlangt irgendwo einen Nachteil. Es muss immer eine Win-Win-Situation ergeben in der Politik, in der Natur, in der Infrastruktur. Nur dann werden wir es schaffen, dass wir alle zufrieden sein. Das ist letztendlich wichtig. Und zunehmend müssen wir feststellen, dass wir in einer urbanen Bevölkerung, dass sich die Landschaft und die Landwirtschaft immer ein klein wenig entfremdet. Jetzt bin ich eine kleine Gemeinde, wir haben keinen einzigen aktiven Milchbauern mehr in meiner Gemeinde. Keinen einzigen, wir haben noch Bullmäster etc., aber wir haben keinen einzigen aktiven Landwirt mehr, der Milchbauer ist. Ich angefangen habe, war das noch ganz interessant. Das heißt, auch die Landwirtschaft ist einem enormen Wandel unterlegen. Und diesen Wandel merken natürlich auch die Bevölkerung auch. Warum machen wir, dann haben wir sozusagen im Obergrashof, das ist da zwischen Dachau und Oberschleißheim, haben wir Umweltstationen gemacht, damit man die Kinder die Natur auch wieder ein bisschen näher bringen kann. Leider können wir jährlich, leider, nur 1000 Kinder letztendlich in dieser Umweltstation die Natur näher bringen. Wir müssen, wie viel müssen wir absagen? Ich glaube, 10 verwenden. Wir müssen, also eine ganz enorme Zahl müssen wir absagen bei Anmeldungen, weil wir das organisatorisch nicht packen. Deswegen haben wir jetzt zwischen Heimhaus und Eberthausen, wir haben jetzt demnächst eine zweite Umweltstation öffnen, um einfach dieser urban werdenden Bevölkerung, Schicht, Bevölkerung insgesamt, einfach zu zeigen, welche Landschaft wir insgesamt haben. Das ist dann unmittelbar an der Ampel dort, FFH-Flächen, das ist sicherlich eine tolle Geschichte. Und diese Tendenz, denke ich, das wird sich weiterführen. Wir als Verein, wir informieren Kommunen. Warum machen wir das? Eine kleine Kommune, wie wir das sind, mit 5000 und ein paar Einwohnern, wir können uns nicht dieses Wissen, das jetzt ein Geschäftsführer hat, vorhalten. Wie haben das wir früher gemacht? Dann haben wir halt gesagt, naja, dann soll halt das einer irgendwo noch mitmachen. Und
je nachdem, ob sich einer heute einen gewissen Faible dafür gehabt hat, hat er es besser gemacht oder hat er es weniger gut gemacht. Und das war eigentlich der Hintergedanke vor über 24 Jahren, dass das Lustige gesagt hat, wir brauchen jetzt eine Bündelung dieser Kompetenz und mit dieser Bündelung gründen wir den Verein und in diesem Verein holen wir uns dann die entsprechenden Beratungen für die politischen Gremien, für meine Verwaltung und wir unterstützen die dann. Und das war die Situation, dass wir auch mit Veranstaltungen unsere Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, insbesondere immer für die, die es halt letztendlich auch brauchen, letztendlich die aktiven Landwirte auch. Mittlerweile ist unser Verein, so möchte ich wirklich dann auch schließen, eine Erfolgsgeschichte geworden, mit uns wird als Verein, Heilflächenverein letztendlich auch, geworden für eine Erfolgsgeschichte, was wir in diesen 24 Jahren alles umgesetzt haben. Und das würde ich mir auch von der heutigen Veranstaltung wünschen, dass die, jeder für sich, jeder von da, wo er kommt, immer da, wo er wohnt, aus so einer Veranstaltung das maximal mitnimmt und das letztendlich da, wo er sich dann einsetzt, auch entsprechend umsetzen kann. Das wäre mein Wunsch für Sie für heute. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.